So, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich halte die Kamera. Und das ist jetzt der Weg, der offizielle. Schön. Guten Morgen, ihr Lieben. Auch von mir, guten Morgen. Wir haben super geschlafen. Das ist ja das Tollste, was wir bis jetzt hatten. Es ist einfach nur gemütlich, einfach nur sauber und schön. Die Betten mega toll. Ja, wir starten jetzt in den Tag mit einem tollen Frühstück. Da habt ihr schon ein Foto von gesehen. Und heute gehen wir wie viele Kilometer? Ja, eigentlich 27. 27. Aber es sind noch 25. Wir schaffen das. Es geht viel bergab heute. Bis später. Wir starten in den Tag mit einem Kloster. Wir haben uns dahin gefahren, wo wir heute Nacht geschlafen haben. Von hier aus starten wir weiter. Und hier ist ein wunderschönes altes Kloster. Oh, es ist total angenehm frisch. Buenos dias. Heute erste Lektion. Adios heißt auf Wiedersehen. Ich sage immer, wenn wir gehen, buenos dias, schönen Tag noch. Und dann wurde ich heute quasi mal nett korrigiert, aber wirklich nett. Das heißt adios. Also das ist irgendwie noch nicht so ganz im Kopf. Ja, wir sind heute Tag irgendwas. Neun. Haben in einer unfassbar schönen kleinen... Ja, Hotellerie könnte man fast sagen. Das war so schön. Total schön. Also wir haben mit einem, ein Spanier, der sich das gebaut Carlos. Hat. Carlos, der 50 Jahre alt ist, tolles Alter. Und seine Frau 43, tolles Alter. Ja, passend, ne? Also eigentlich so das, was wir uns mal vorgestellt haben. Wie dem auch sei, es war unfassbar schön. Es war richtig lecker, die Gegend war ganz, ganz toll. Habt ihr mit Sicherheit schon was gesehen. Und die Betten fantastisch. Ja, Badezimmer klasse. Ja. Die Dusche hatte so einen satten Strahl, wenn ich dann oben den Duschkopf reingestellt habe. Der ist dann immer irgendwann hochgegangen. Aber Qualität war klasse. Mein Kopf tut mir ein bisschen weh, weil wir haben selbstgemachten Likör angeboten bekommen. Ja, probiert mal, hat er hingestellt. Und dann hat er uns beide angeguckt und gesagt, komm, ich lass die Flasche stehen. Ich lass die Flasche gleich stehen, beide Flaschen. Ja, ich stand neben der, also wir waren drei, ich war auch noch dabei. Ne? Meine Flasche. Ja, war auf jeden Fall echt toll. Wir haben gestern 25 Kilometer, nee, stimmt gar nicht, 20. Ne? 20, gefühlt 100. Ja, haben richtig toll gerockt, sind über 400 Meter hoch und haben viele Pausen gemacht, waren vorher ganz unten bei 0 Meter am Meer, haben dort eine tolle Pause gemacht und sind dann ja den Berg hoch innerhalb von 2,5-3 Stunden ungefähr und haben einfach den Abend genossen und konnten gestern Abend auch fast gar nichts mehr machen, weil nach dem Nippelkäse essen
Ja, der hat uns total lieb die ganze Karte übersetzt und wir haben so gelesen und so, was? Was ist denn Nippelkäse? Ja. Und dann haben wir so gelacht und dann kam der Carlos und sagte, Pia, warum lachst du denn so? Und dann haben wir gesagt, naja, das muss der Olaf zeigen, was er gemacht hat. Ja, ich sag, it means something like this here. Und dann und waren die ganzen lachten. Mädchen alle am Das Lachen. War so süß. Ja. Und er hat sich ein bisschen geschämt und wir mussten irgendwie die Situation retten, indem wir gesagt haben, war lustig, war gut. Ja, ist alles in Ordnung. Weil wir haben uns echt Sorgen gemacht, dass er meint, wir würden ihn auslachen. Nein. Aber wir haben über die Situation gelacht, das war toll. Und vorher ungefähr eine halbe Stunde mit ihm telefoniert. Er saß neben uns und hat uns direkt gefragt, habt ihr denn für übermorgen schon ein Boot? Weil wir fahren ja noch die Tour mit dem Schiff nach Padron. Und wussten wir nicht, wie wir das machen. Mhm. Das hat er dann gemacht. Er hat telefoniert. Wir hatten ein Zettelchen daneben, haben dann immer die Daten notiert. Und nachher mussten wir eine Kreditkartenbezahlung über WhatsApp. Da habe ich dann auch immer geantwortet. Dann kam nur zurück, sorry, ich spreche überhaupt kein Deutsch, denn ich bin ein Google Translator. Auf jeden Fall haben wir es dann irgendwann geschafft, mit Carlos zusammen, mit dem Besitzer dieser fantastischen Herberge, High-End-Herberge, also das ist keine mit 30 Pilgrims, sondern wirklich, dann unser Boot zu buchen, das wir dann morgen früh um 8 Uhr nehmen. Und jetzt sind wir total tiefenrelaxed, wir haben die nächsten Herbergen, stehen alle an und freuen uns einfach. Ja, und übermorgen, da sind wir. In Santiago. In Santiago de Compostela. Ja, und bevor es soweit ist, dürfen wir nur noch 25 Kilometer heute laufen. Zwei durften wir abkürzen. In diesem wunderschönen Kloster wurden wir von einem Hotel kurz gebracht. Sonst hätten wir wieder so einen großen Umweg machen müssen, aber das ist eigentlich der Weg, wo wir gestern aufgehört haben. Und heute 25 Kilometer, fast immer nur bergab, bis auf eine kleine Stelle. Da müssen wir wieder 150 Meter am hoch. Am Ende. Ja. Immer am Ende. Und übermorgen wären das dann mit Boot eine Strecke, die wir verkürzen, plus nochmal 25 Kilometer. Wir sind topfit. Adios, heißt es ja. Adios. So, da hier wieder alles voller Minze ist, überall wächst hier Minze, habe ich mir schon ein bisschen in meine Flasche gestopft. Da kommt noch ein bisschen rein, kann ja nicht schaden. Und habe nachher wieder herrliches Minzwasser, wenn mir die Flasche jetzt nicht umkippt. So, ich schluck noch ein bisschen, bis später. Entschuldigt bitte, es ist heute Morgen alles so toll und ich möchte euch das alles zeigen. Deshalb wird das heute, glaube ich, wieder mal so ein Riesenfilm. Aber guck mal, Ursel. Boah, ist das toll. Oh, wie schön.
Also wir gehen jetzt seit 3 Kilometern diesen Weg, immer begleitet von den Wasserfällen. Teilweise eine echt harte Stelle, wo man gut aufpassen muss, dass man nicht abrutscht. Aber ich komme mir vor, als wäre ich persönlich in einem Märchen gelandet. Wow. Finden wir überall leckeren Rotwein. Und jetzt zeige ich euch mal die Stelle. Pia bewacht ihn. Hier oben, das ist der trockene Rotwein. Das Flüsschen ist noch da, ist aber erheblich leiser geworden. Und jetzt gehen wir hier einen wunderschönen Weg an Mais und Wein, und da kommt eine tolle Pausenstelle vorbei. Die Sonne ist ganz schön warm mittlerweile, aber es geht, weil wir ständig am Wasser sind, ist das gar nicht so schlimm. Ach, ich freue mich, dass ihr bei uns seid. Ein bisschen vorsichtig sein, ich halte die Kamera und das ist jetzt der Weg, der offizielle. Schön. Aber glatt ist es Gott sei Dank nicht so sehr. So, keine Sorge. Ups, wir haben es gleich geschafft. Olaf macht wieder Quatsch. Bis er ins Wasser fällt, ne? Wie ein kleines Kind. Guckt mal, hier ist alles voller Wein. Boah, es ist hier so riesig. Alles voller Wein. Und es ist oder wird Weißwein. Und das hier, was ich hier im Arm halte, das hier ist meine Rettung. Ich habe Salzverlust. Das ist frittierter Mais, salzig und lecker. Willkommen in den Weinbergen. Mein Schatz ist happy. Ganz Zwischenfazit zu diesem Tag. Total toll. Unfassbar toll. Super viele Eindrücke. Und der Tag von gestern, der hängt echt in den Knochen, muss ich sagen. Boah. Ja. Ja, ist richtig. Ne? Wir haben jetzt circa 14 Kilometer geschafft. ich sag nicht, wie viel wir vor uns haben. Nochmal die Hälfte. Ja, also so 12 Kilometer haben wir noch vor uns. Mhm. Wir wissen gar nicht, wie wir das noch schaffen sollen, denn wir haben schon über 2 Uhr, wir haben noch nicht richtig gegessen. Und wenn wir jetzt noch eine Pause machen und dann noch essen, ich denke mal vor 7 Uhr werden wir nicht da sein, aber dafür haben wir morgen früh ein Brot, ne? Und nochmal 27 Kilometer. Ciao. Hallo ihr Lieben, wir machen jetzt gerade noch mal eine schöne Pause, eine wunderschöne Pause. Ich muss sagen, der Tag von gestern hängt ganz schön in den Knochen und heute dann die 27 Kilometer, das ist ganz schön heftig. Ich sage ja immer, wir schaffen das auch.
Aber manchmal denkst du, boah, du kannst einfach nicht mehr. Es ist so wunderschön, immer mit Fluss, immer mit Wasser, immer mit Wein. Aber es schlaucht ganz schön. Mein rechter Fuß, der möchte nicht mehr. Buon Camino. Buon Camino. Schaut mal, es strahlt ein bisschen mehr. Ja, wir haben gecheatet. Nein. Aber damit wir nicht cheaten, haben wir gerade kurzzeitig umentschlossen. Wir wollten eigentlich morgen mit dem Boot bis nach Padron fahren, um dann noch 27 Kilometer bis nach Santiago zu joggen. Und dadurch, dass wir heute auch 27 Kilometer laufen und wissen, wie sich 27 Kilometer anfühlen, nämlich besonders am Ende von 300 Kilometer laufen oder 250, ist auch egal, haben wir unsere Unterkunft gerade in Santiago übermorgen storniert und genau in der Mitte, also quasi so nach 13 Kilometern ungefähr, haben wir eigentlich ein richtig schönes Häuschen noch gefunden. Oh, wunderschön. Mit lila Vorhängen. Mit lila Vorhängen, ja. Das war wichtig. Ja, sonst hätten wir es nicht gemacht. Nee, also wirklich unfassbar für 42 Euro in einem, zumindest auf den Bildern, ganz, ganz tollen Häuschen. Mit ganz großartigem Frühstück. Ja, mit Frühstück und die haben auch direkt geantwortet per WhatsApp. Hier ist der Standort, wann wollt ihr kommen und wenn ihr was Hilfe braucht, ne? Meldet euch. Also wirklich, ja, eigentlich wie es die ganze Zeit hier geht. Richtig, richtig hilfsbereite, nette Menschen hier kennengelernt. Wir waren gerade essen in der Tapas-Bar, ich schwenk mal rüber. Das ist die wunderschöne Tapas-Bar. Wolltest du unbedingt Suppe haben, ne? Wir haben mit Übersetzer versucht zu arbeiten, mit allem drum und dran. Nichts zu machen, Küche ist zu, sagte er. Mhm. Und sah dann so das leicht traurige Gesicht von dir und kam direkt, ja Moment, aber ich guck mal, was wir machen können. Und hat seine Frau mal wieder überredet. Die kam dann zu uns und die sagte, ja, ich kann euch noch Burgos machen oder Patatas. Ja, und Burgos Patatas hat mir verstanden, haben direkt ja geschrien. Aber es ist weit entfernt von einem McDonald's Burger. Der war so lecker mit so einem typischen spanischen Käse noch und Schinken und Salat und Tomaten und heißen, salzigen Pommes. Ja, heiß, also richtig, richtig lecker. Und dann haben wir noch einen Kaffee bestellt. Und dann meinte sie, ja, wir machen jetzt hier die Rollos runter. Wir lassen euch aber den Fernseher an. Ja, ich verstehe eh nichts. Und ihr könnt hier sitzen bleiben, solange ihr wollt. Genießt euren Kaffee. Hat uns dann den Kaffee rausgebracht. Und dann kam sie noch und hat uns so ein, wie ein Pudding mit so einer Karamellsoße und noch so leckeren, also von Olaf nicht so lecker. Ja, so Kekschen süße drüber. Matsche für mich. Aber oh, lecker. Also es sah so toll. Ich durfte meins probieren, hab's drin behalten und die drei Viertel durfte ich dir dann geben. Ja, ja und jetzt, nachdem wir kurzzeitig überlegt haben, wir cheaten, wir kürzen noch ab, die 11 Kilometer mit einem kleinen Abschnitt, weil es ein bisschen höher geht mit dem Taxi, haben wir uns entschlossen, nö, wir ziehen das jetzt durch. Wir probieren es, ja. Sind dann heute Abend irgendwo am Meer und morgen früh mit dem Boot. Mit dem Boot, anderthalb Stunden. Ja, und dann nur 9 Kilometer und nicht 27. Und 13. Nur 13. 13 Kilometer, aber immerhin. Also es wird schön. Ja. Wir melden uns wieder. Tschüss. Tschüss.
Das ist ja egal, wo du Pause machst. Wir haben uns ein bisschen Schatten hier gesucht, weil es so sehr sonnig, wie ihr hinten seht. Oh. Und überall steht man hier quasi mitten in den Weinbergen. So, wir haben, ich fange immer jedes Video mit so an. Wir haben hier gerade mal ein bisschen gerätselt. Ich war ja fest davon überzeugt, dass so Peperoni ist, dass da hängt, aber... Ich denke, das sind Kidneybohnen. Also, wenn man die Kapsel aufmacht, dann kann man die Bohnen rausdrücken und gucken. Alles rein. Und da hinten sind die Berge. Wenn mich nicht alles täuscht, sind wir da schon drüber gelaufen. Es ist bezaubernd. Man kriegt ein bisschen Durst, wenn man immer Wein sieht. Kein Scherz. Es geht wieder bergauf in unserem Leben. Ich weiß nicht genau, wie lange wir noch laufen müssen. Ich glaube, es wird noch länger sein. Wir haben aber auch, ich meine schon 5:30. Ist aber egal. Heute sind es einfach 27 Kilometer und die rockt man nicht in 3 Stunden. Ist so. Wir machen noch mal eine Pause, wie man sieht, mit was zu trinken und setzen uns noch ein paar Minütchen hin, weil wir jetzt gerade wieder 200 Höhenmeter gelaufen sind. So, es ist jetzt hier ein bisschen melancholisch. Wir sind hier nämlich auf einem Friedhof, auf einem spanischen. Das sieht ein bisschen anders aus als bei uns. Hier sind alles Urnengräber. Eine riesige Wand voller Urnengräber. Aber es wirkt alles sehr freundlich. Ich dachte, das wäre eine Wand, aber... Das ist wie ein Labyrinth. Das ist so, so, so riesig hier. Boah, überall, wo du hinguckst. Überall sind die Urnengräber. Da scheinen noch ein paar frei zu sein. Ja, das ist schon riesig. Wahnsinn. Und wann ihr gerade... auf einem Friedhof, der komplett anders aufgebaut ist. Ihr habt ja gesehen gerade, mal ganz kurz die Bilder reingehalten, irgendwie ist das ein bisschen beschämend, wenn man da so mit der Kamera über den Friedhof läuft. Aber das war jetzt so zum ersten Mal, dass wir das gesehen haben, nämlich in live. Und wir haben im Vorfeld schon einige Videos gesehen über den Camino. Da war ein Pärchen. An dieser Stelle schöne Grüße an Olga und Leo. Ausgerechnet jetzt nennen wir euch da in diesem... Das passt überhaupt nicht. Aber es ist schon irgendwie beeindruckend, wie die ganzen Gräber übereinander stehen. Und wie jung die alle sind. Ja, das Problem war wirklich jetzt gerade für uns. Wir sind ja hier in einem wunderschönen jungen Alter. Ja, mit 50 und du bist zarte 28 immerhin. Aber wenn man dann da so drüber geht und auf einmal liest man die ganze Zeit 45 Jahre alt geworden, 42, 40 Jahre, 45, 46. Dann freut man sich, dass man gesund sein darf und leben darf. Ja, gerade. Wir haben uns auch in der Reha kennengelernt. Vor 2 Jahren sah es noch ein bisschen anders aus bei uns. Und jetzt rackern wir uns hier über den Camino und freuen uns einfach, dass wir links und rechts die Füße nach vorne setzen können und dass das Wetter so wunderbar ist, das macht richtig Spaß. Also ja. Manchmal sollte man sich einfach viel öfter freuen, dass es wir so gesund im Moment, wie es jetzt ist, durchs Leben gehen dürfen. Mhm. So, wie viele Kilometer haben wir noch? Ich glaube 4,5. 4,5 und
das reicht dir nicht, ne? Mal zwischendurch noch mal. Das ist zur Dehnung. Joshua, ich bin hier ganz kurz vor der spanischen Küste und ich habe gefunden, wo unser Freund wohnt. Fernando! Wisst ihr, was da hinten glitzert? Ja, richtig, das ist das Meer. Ich gehe mal näher ran. Wir haben es fast geschafft, nur noch so ein bisschen auf der Karte. Und wir sind am Meer. Hier ist das Meer. Vielleicht könnt ihr das gar nicht sehen in der Sonne. Uns geht es richtig gut. Wir haben uns durchgebissen. Die letzten 2, 3, 4, 5 Kilometer, 8 haben echt wehgetan. Ein bisschen in den Knochen. Aber wir freuen uns jetzt auf die Erde. Oh ja. Also bis dann. Bis später. Tschüss. Sonnenuntergang, immer wollte ich den haben. 4 Kilometer gelaufen dafür. Diesen ganzen Weg rein. Egal. Jetzt wollt ihr die Sonne auch sehen, ne? Meine Güte, da hat sich doch die ganze Lauferei gelohnt. Guckt euch das bitte mal an. Ist das nicht wunderschön? Es ist so hübsch. Boah, was wir heute alles zusammen erleben.